So, die Referenten sind bekannt. Alle internationalen Format. Und ja, das heißt, das war wichtig, einfach auch da zu sein. Und wir haben Möglichkeiten, auch uns zu erweitern. Das heißt, in all diese Konferenzen möchte ich einfach auch schon dabei sein, auch wenn ich nicht mehr gewohnt bin, auf diese mentale Ebene zu arbeiten, werde ich meinen Beitrag dazu geben, damit das Ganze sich entspannt oder sich weicher wird. Alles, was wir gemeinsam entwickelt haben, möchte ich in all diese Konferenzen jetzt dazu beitragen. Die Ute hatte auch eine Idee, wir haben mal kurz drüber auch gesprochen und sagte, Mensch, stell dir vor, wir wären jetzt da mit Musik, mit Tanz, was da geschehen würde. Ja, mit intuitiver Musik natürlich, die freuen sich, die würden sich alle freuen. Hinterher sind viele gekommen. Ich habe ja nur ein Bild gemalt in 10 Minuten und noch eins, ein Glücksbild. Und da sind viele gekommen, der Matthias Wager vom Kibbeck, dein Bild war genau das, was du, der Bernd Isert, oh, das hat sofort die Atmosphäre verändert. Und viele hinterher, alle, die kannte ich nicht, die fingen an, mich anzulächeln, so wie es bei diesen großen Sachen gibt, wo es wichtige und unwichtige gibt. Teilnehmer gucken die dann und von bewundern, ich sage, ja, hallo. Und viele einfach richtig, dein Bild war echt toll, hat mir gut gefallen. Und ja, deswegen die Vorbereitung, die Art, wie wir jetzt arbeiten und wirken, ja, konnte ich das einfach auch bestätigen, dass wir sehr, sehr in der Vorhut sind. Natürlich haben wir nicht die Möglichkeiten, dass wir 1000 Teilnehmer haben, aber das entwickelt sich. Und es ist wichtig, dass wir in diese kleinen Kreise das vorbereiten, anscheinend, weil in große Kreise würde das erstmal nicht verstanden werden. Aber dass diese großen Kreise, dass da die Blase aufgeht oder der Ring und das, ja, ist einfach schön, dass die sich öffnen und, ne? Der Wunsch ist da, der Wunsch ist da, ja, das habe ich gespürt, ja. Ja, spürt es schon förmlich. Ja, von da haben wir auch einen schönen Mann, der über das Alter werden oder wie man sich gesund ernährt oder damit man länger lebt. 1, 2 Leute werden von da auch regelmäßig auf Sendung gehen. Mhm. Und dann die Sananda wird regelmäßig auf Sendung gehen. Also schon Michaela, Sananda ist ihr Familienname. Michaela. Ah, ja. Michaela. Shivananda. Michaela Shivananda. Warum habe ich Sananda gelesen? Weiß nicht. Okay. Michaela Shivananda. Ja, und nehme ich an, dass wir im September da freue ich mich, wenn mehrere einfach auf Sendung geht. Und jeder, der etwas schenken kann, Francesco, wenn du etwas zu schenken hast, gerne, oder anderen. Jeder, der hier seine Weisheit schenken möchte, es ist das Feld, was wir kreiert haben, so göttlich, so tief, so immens. Auch wenn wir nur 10 sind oder 20 oder 5. Ich habe gesehen, dass alles, was sich hier kreiert, in dieser Aufmerksamkeit, wird der Wunsch der Welt. Oder entwickelt sich einfach auch sehr schnell in alle Felder. Jo. Also einfach auch weitermachen und... Und eben, was viele jetzt verstehen, diesen Glück zu haben, ein Publikum zu haben, der annimmt, der das Beste von dir annimmt. Das ist das größte Geschenk, was man bekommen kann. Und das konnte ich einfach auch da erfahren, auch in München, bei dieser Freundin von Ute und Leonardo, die diesen Unfall hat. Wie heißt sie? Wie ist sie? Du warst ja gar nicht. Okay. Ich denke immer, du bist immer da. Irgendwie schon, aber...
die gesagt hat, oh, die Leute, ich möchte schenken, ich möchte was machen, ich habe gelitten. Mein Körper leidet, aber meine Seele möchte schenken, aber die Leute wollen das nicht. Und von all diesen Leuten, diese bekannte und berühmte Menschen, die würden gerne es anders machen. Und das sehe ich. Die würden gerne authentisch sein, ehrlich sein. Die würden gerne, was sie wirklich können. Und die verpacken das alle in einem... Micha heißt sie. Micha. In einem theoretischen, mit Abstand, sehr komplizierte Sprache, damit... ja, damit diesen Abstand da ist. Und dabei ist schon diese Traurigkeit und diese Trennung von den Feiern, von allen. Ne? Mhm. Und das spüre ich einfach auch oft. Ne? Und deswegen ist es unser Dienst, wenn wir dieses Feld schaffen, dass diese Leute endlich die Freiheit haben werden, so zu sprechen, wie sie wirklich möchten und wie sie wirklich sind. Und die werden, die sind sowas von, die haben so viel Mitgefühl, weil sie einfach auch diese mentale, nur diese mentale Ebene ansprechen. Ja, das, mal gucken, was die nächste Zeit einfach auch geschehen wird. Mhm. Ja, das ist nicht so, ne? Es ist so ein, momentan noch so ein Missverständnis, die können, wenn sie einfach... Es ist ja ein Teil, es ist ja nicht keine Kritik, aber es ist ja, ja, aber sie sind sprechen halt nur einen Teil den Menschen an. Und es wäre schön, wenn sich da einfach was aufmacht und sich das ergänzt und das, ja, weil es gab schon darf. Es gab schon eine kleine Revolution. Ich war einmal bis um 3 Uhr nachts mit einer Gruppe, die haben das kritisiert, ne? Mhm. Diese frontale Sache mit einer der Koordinatorin aus Berlin. Mhm. Dass diese Exchange, wo einfach auch mehrere Sachen besprochen werden, dass viele sagen, das war nichts, das ist schwierig, das versteht man nicht und so weiter. Mhm. Ne? Und dass die meisten Leute, wenn diese mentale Ebene verlassen wird, dann verschwinden würden. Ne? Mhm. Deswegen ist diese Arbeit einfach auch total wichtig. Das ist die aus Berlin, die das in Berlin organisiert. Die war ganz toll, die Monika. Und das auch immer die angesagt hat und die das Kongress eröffnet hat. Mhm. Und wir hatten einfach einen guten Kontakt. Und aber warte mal, ich verstehe jetzt nicht. Man versteht nicht, was du sagst. Wenn man... Also diese Exchange, wo mehrere Referenten gleichzeitig aufgetreten sind, diese Neuheit schon, obwohl sie auch mental waren, das wurde nicht angenommen. Wurde nicht vielen. Angenommen. Ja. Ja, warum sollen wir zahlen? Ich möchte nur den sehen oder den sehen. Warum soll ich sehen, wie der arbeitet, dann die gleiche Person, wie die andere auch noch weiterarbeitet? Also der Verstand der Menschen begreift nicht, wie wichtig dieses organisches, gemeinsames Wirken ist. Mhm. Dieses authentisches einfach auch mitteilen. Ne? Okay. Danke, dass wie reichvoll ist. Und natürlich die Referenten oben, die hatten sich auch nicht vorbereitet. Ne? So, das heißt, okay, ich fange mit meiner Methode an, ich arbeite an Tier, kinesiologisch, Coaching, meine Art, dann kommt der Gilligan und dann macht er das auf seine Art, dann macht man ein bisschen Witzle untereinander und die Leute sind entweder, ich schaue ganz tief diese Methode oder diese Methode. Und für manche war es schon zu viel, obwohl es auf der mentalen Ebene war, dass mehrere auf der Bühne waren, ne? So mehrere Präsenzen, also nicht eine Richtung. Ne? Und deswegen saß ich da am Tisch einen Abend und habe ich gehört, wie manche, ich komme nicht mehr, das ist nicht gut, das habe ich nicht erwartet, ich wollte zu dem und zu dem,
diese wichtigen Referenten, die wollte ich nicht zusammen haben. Dafür zahle ich nicht. Ich komme nächstes Jahr nicht mehr. Und eben, und das heißt, wie schwierig ist einfach auch diese Dimension, wie die Menschen fixiert wer sind, auf immer diese alten Strukturen. Mhm. Die wollen immer ähnliche Formen des, des Wirkens. Mhm. Okay, sehr interessant. Mhm. Mhm. Aber du hattest angefangen mit der Micha zu erzählen, da bist du ein bisschen davon abgekommen bei Leonardo. Und ja, die Micha sagte, ich habe noch nie jemand so klar sagen hören. Was hast du denn in München gemacht? Was hast du denn in München gemacht? Du musst ja davon ausgehen, zu den Zuschauern, die das noch gar nicht wissen, was du... Ja, bei Udo und Leonardo, da geht's ab. Mhm. Also so viel Liebe, so viel Mitgefühl, so viel Verständnis. So eine Weichheit. Und die werden auch immer schöner von Tag zu Tag. Das sage ich nicht, aber ich denke, das sieht man schon. Weil sie einfach in diese Freundschaft einfach auch mit reinschmelzen. Und ich, gibt es das, diese Offenheit? Die verstehen wirklich, ist alles so easy, ist alles so klar. Und ja, mir geht's auch so. Ich bin so berührt, so kann es manchmal gar nicht fassen. Und die bereiten das Feld auch so genau. Ja. Und diese absolute so Professionalität im Handeln, diese liebevolle Strenge auch von Ute, die einfach wirklich klärt und klärt und klärt und uns einfach auch dieses Feld einfach auch finden lässt und schützt auch. Ne? Oh, dort hast du Informationsmedizin gemacht? Ja. Und die Karawane. Und die Karawane? Ja. Okay, und was in Bezug auf Micha wolltest du da erzählen? Ja, dann kam zum Schluss die Micha und die sagte, ja, ganzes Drama, ich möchte, das habe ich aber ach schon so, erzählt. Ach so, dass sie, ah, okay. Ich möchte gezielt meine Liebe geben. Die Menschen wollen das nicht. Die sind woanders. Die sind nicht da. Die sind nicht offen. In diesem Sinne, dieses Feld, was wir kreieren, wo angenommen wird, deine individuelle Talente, ist am Anfang schwierig, aber dann wird der Wunsch einfach auch von allen sein. Und deswegen für alle, die auf Sendung gehen, das sage ich jetzt, früher habe ich gesagt, komm, geh auf Sendung, jetzt sage ich, mache eine unglaubliche Erfahrung mit dem besten Publikum der Welt, mit einem Resonanzfeld, der so wertschätzend ist, der jeden so annimmt, mit so einer hohen Intelligenz, mit so einer hohen Erfassungs- und Wahrnehmungsaura, dass in dem Moment, wo du auf Sendung gehst, fühlst du und das, was du dich ausmacht, angenommen wird. Und das berührt dich. Und da bist du glücklich. Und da bist du selig. Und da bist du erfüllt. Eben, unabhängig davon jetzt auch, wie viele Leute da sind. Ne? Und so, wie waren die 2 Tage für dich? In München? Informationsmedizin. Das heißt, du hast unterrichtet und die anderen haben zugehört, wie das geht mit der Informationsmedizin? Nein, das war sowas von selbstverständlich alles. Also, wenn man irgendwo Vorträge macht, wie jetzt einfach gestern in Abano, ist immer dieses Spannungsfeld. Ne? Aber gucken, verstehe ich nicht, gibt's das, gibt's nicht, stehe ich sofort aus und gehe, der verstehe ich nicht, ist nicht mental. Aber das war sowas von easy und vorbereitet und liebevoll und eins nach dem anderen und alles perfekt ergänzend. Das ist also für mich, ich habe das schon
integriert in mein System. Deswegen erzähle ich wenig davon, weil es für mich so selbstverständlich ist, ne? Das, was ich erlebt habe. Und ja, für uns, das ist ja das. Und wir brauchen ja also so die Brücke auch. Ne? Denn für viele ist es nicht selbstverständlich. Für viele ist es dieses erste Mal, ist es einfach, wow, ist gar nicht selbstverständlich. Und ich denke, wir sollten es auch immer wieder als neu und als Geschenk sehen. Danke, ihr Lieben. Unsere Herzen klopfen ganz schnell. Es ist so ein wunderbares Ineinanderfließen. Schön. Eine Sabine schreibt Umarmung an euch. Also, ihr seht toll aus. Meint sie uns? Nein, das habe ich geschrieben an Ute und Leonardo. Ja. Mhm. 25 Jahre Düsseldorf. Ja, und das wird noch ganz toll, freue ich mich sehr. 20 Jahre Wigwam zusammen und mit dem und am Ende des Jahres den 21. und 22. Dezember schon mal vormerken in München. Im Wigwam. Ja, ich muss das eben, fange ich an, das jetzt zu realisieren. Das schreiben wir ganz groß raus. Und ja. Wie schön. Aber wie gesagt nochmal, es ist schön, wenn es für uns selbstverständlich ist. Und mir geht es auch so, wenn ich in so einer, es ist wie, als wenn man so in einer anderen Welt ist, wenn man in so einem anderen Feld kommt. Das ist irgendwie so, hä? Aber auch das ist spannend, aber das einerseits als selbstverständlich zu nehmen, weil es einfach so selbstverständlich, so sollte es immer sein, aber trotzdem immer wieder das als... Ja, das ist... Damit man die Brücke schafft, weil für die anderen ist es nicht selbstverständlich. Ja. Es ist ein Wunder, was also viele Sachen, wir sind schon verwöhnt. Schon wenn ich Autobahn fahre und in all diese Geschäfte oder überall, wo ich hingehe, oder will ich was essen, gibt es immer nur Fleisch. Die Leute essen täglich zweimal am Tag Fleisch. Nichts gegen Fleisch. Aber dass diese ganze, dass sich einfach auch nichts verändert hat. Die haben nichts Vegetarisches, selten. Und alle Konferenzen sind nur mental, denke ich, ja, wo lebe ich denn? Bin ich so verwöhnt oder was ist denn los? Die Welt hat sich kaum verändert. Dann ist mir einfach ein Spruch eingefallen, eben ich esse das auch ab und zu, zum Runterkommen Fleisch, aber so überall Aufkleber zu machen, Fleisch verursacht Krebs, sowas, ne? Damit das bewusst wird. Weil viele in Bukarest, die im Krebs erkrankt waren, die haben eine große Aktion gemacht mit Nahrungsumstellung und die meisten sind vom Krebs geheilt worden. Ne? Also welcher Zusammenhang gibt es zwischen Fleisch und Krebs? Für mich auf jeden Fall, selten braucht das jemand und auf keinen Fall täglich alle zwei Wochen oder zweimal im Monat. Der Körper braucht das nicht. Und diese Gier nach Energie ist etwas, wo der Körper, das einfach unser Körper das nicht mag. Es gibt natürlich Ausnahmen. Das ist mir unterwegs aufgefallen. Und die Körper der Menschen, die sehen dann östlich aus. Ne? Oft auch die ganze... Viele Leute, auch viele Referenten, die haben nicht so einen schönen Körper. Viele, wo man sagen könnte, ja, das okay, wundert mich. Die kümmern sich um sich, die machen genau das Gleiche wie alle anderen. Manchmal ist okay, ist es so. Und lass die Menschen sein und essen, was sie wollen.
Es geht nicht um dieses generelle Cheat, hat er gesagt, und worauf es ankommt. Ja, das ist meine Wahrnehmung. Ja. Das ist meine Wahrnehmung und jeder kann die eigene Wahrnehmung sagen. Und ich sage schon, Fleisch verursacht Krebs auf irgendeine Ebene. Und euer Körper ist auch nicht perfekt. Auch so. Immer die anderen. Nee, darum geht es ja. Ja, das war nicht urteilend. Das war nicht urteilend gesagt. Es sind Informationen, die einfach nicht im Gleichgewicht sind und es geht einfach auch um meine Freiheit. Ich möchte in der Welt die Freiheit haben, auch Fleisch zu essen und auch vegetarisch zu essen. Alkohol zu trinken, nicht Alkohol zu trinken. Rauchen, nicht rauchen. Egal. Für mich geht es um diese Besetzung auf diese Nahrungsebene, dass es besonders diese kranke Fleisch, was einfach auch verkauft wird. Also ich möchte, so habe ich dich verstanden auch und so geht es mir auch. Es ist seit vielen Jahren auch kein Fleisch und jeder kann machen, was er will und das ist Freiheit. Aber ich möchte nicht, wenn ich irgendwo hingehe oder auf irgendwo fest, ich meide das schon oder irgendwo ist es. Es ist, es gibt nichts anderes. Ja, ich kann ja trocken Brot essen, wenn ich möchte. Das ist eins ja als so ungefähr, also in manchen das Veranstaltungen. Es und ist das verstehe ich. Diese Nicht-Kultur für mich, dass ich sage, gibt es auch mal kein Fleisch, wie gestern Abend. Ja, wir haben auch kein Fleisch, wir haben Fisch. Also diese Nicht-Freiheit einfach auch, sich etwas auszusuchen. Ja, das darum geht. Und ich glaube schon, dass diese Hammer wichtig sind, damit ein Gleichgewicht wiederkommt. Wenn ich in Indien gehe, in kulturvolle Länder, da gibt es kein Restaurant, denn nicht vegetarische Gerichte. Ne? Da gibt es einfach auch dieser Gleichgewicht. Es gibt vegetarische Gerichte und nicht diese Dominanz, so wie hier mit Fleisch. Und das Fleisch, was wir essen, ist nicht Fleisch. Wir sind jetzt eigentlich darauf gekommen, weil wir waren ja ganz beim anderen Thema. Ja. Aber warum sollen denn Menschen Angst kriegen? Ist doch keine Angst aussagen, ist doch einfach eine Meinung. Oh, habe ich eine Taste gedrückt. Nein, ich habe nicht gesagt, dass natürlich gibt es genug Vegetarier, aber ich meine an diesen öffentlichen Veranstaltungen und Festen, dass es immer noch die Stände, also so haben wir es, so erfahre ich das immer noch, dass es fast nur die ganzen Wurst- und Fleischstände gibt, dass es kaum was Vegetarisches gibt, außer jetzt in sogenannten alternativen Festen oder Ökofesten oder so, da gibt es die. Ne? Aber so diese ganz normalen Feste oder Gewerbeshow oder was ist, egal, diese ganz normalen Feste oder Messen, für jedermann, da gibt es fast nur diese, vielleicht, aber wollten jetzt unbedingt auch nicht nur das Thema, aber irgendwie. Nein, aber es scheint schon ein Thema zu sein, Entschuldigung. Ich weiß, ob es eine von, wie ernst das einfach auch gemeint ist. Ich sehe das einfach, diese Sachen sind ernst gemeint, wenn die Leute sich einfach auch zu erkennen geben. Ne? Entschuldigung. Wunderbar. Okay. Er hat sich schon verabschiedet. Also ich sehe einfach, es ist einfach, egal was man sagt, einfach entweder missverstanden worden oder einfach nur auf Kontra. Ja, wenn man nicht mehr weiß, dann geht man auf ESO, ne? Wenn man etwas nicht versteht. Okay, also gerne, ich wollte nur sagen, dass ich einfach gespürt habe, dass das war meine Wahrnehmung. Und ich habe das in Budapest in dieser Konferenz einfach auch gespürt.
da wird die Information einfach auch nicht weitergegeben, dass für Millionen von Menschen, die einfach auch leiden, die einfach auch an Krebs erkrankt sind, wenn sie aufhören würden, Fleisch zu essen, was natürlich, das gilt nicht für alle, das gilt für manche Körper ist es wichtig für das System. Und nur dieses Entziehen von Informationen finde ich nicht gut. Und ich wollte einfach einmal meine Wahrnehmung, was ich unterwegs wahrgenommen habe. Für mich war ein Akt des Mitgefühls, was ich oft einfach auch nicht sage. Und natürlich, ich denke, dass es wichtig ist, das so in dieser Form anzusprechen, dass diese Dominanz, dass diese auch in den meisten, wenn man unterwegs ist, Diktatur des Essen, dass es mir nicht gefällt und dass es eine provozierende so Mitteilung auch eine Einladung zum Gleichgewicht schafft. Und ja, aber eben nichts gegen jeder Zeinsystem und nur es ist für mich sehr in Ungleichgewicht. Dankeschön. Oioioioioi. Pianus schreibt, also ich esse gerne Fleisch und kann mir es nicht ohne vorstellen. Natürlich nicht von so lieblosen Supermarkt, sondern bewusst gekauft und zubereitet. Ja, danke eben. Das ist natürlich, es ist was anderes. Für uns, wir haben eine Freiheit. Wir können entscheiden. Wir können aussuchen. Und doch für, ich sage für 30, 40 Millionen Menschen in Deutschland, es ist wichtig, diese Information zu geben. Die wissen das nicht. Und es ist wichtig, dass sie diese Freiheit spüren, dass und eben, ja, es ist meine Wahrnehmung. Für mich, jeder kann alles sagen, jeder hat recht, für mich, es ist klar. Es ne? ist meine Wahrnehmung, dass 40 Millionen, so viele Krankheiten, viele sind auf das übermäßige Verzehr von schlechtem, falschem Fleisch. Ich habe die Information unterwegs bekommen und sage es einfach. Recht möchte ich nicht haben, denn ich habe immer recht. Aber du auch. Jeder sieht einen anderen Aspekt. Und das ist ein Geschenk, was ich mache. Es soll nicht provozieren. Es soll provozieren. Nicht Angst machen. Es soll einfach bewusst machen, dass wir Freiheit haben, unser Gesundheit in unser Körper einfach auch zu gestalten. Und wenn man das laut sagen würde, denke ich schon, dass all die Menschen, die sich zwingen, das zu essen, viele zwingen sich, weil es nichts anderes gibt. Oder auch nicht wissen, die Informationen noch nicht. Genau. Würden einfach viele nicht krank werden. Weil für viele Körper, für viele Systeme, ist es Fleisch nicht oder es ist einmal die Woche, so wie es früher war. Und deswegen meine Information, unabhängig von den Wünschen, die jeder hat, ist, dass es immer noch verbunden ist mit der Gier zu haben. Diese Gier zu haben. Wir wollen mehr bekommen, als wir geben. Und früher war schon normal, dass man das einmal die Woche gegessen hat und dann die ganzen Mineralien, die ganze, alles was in Gemüse und andere Produkte einfach auch ist, das in sich einfach auch einzunehmen. So. Verena, hallo G. Sabine, wie geht's euch? Liebe Grüße, Verena. Gut geht's uns, dankeschön. Wo steht das? Neptleo. Ah, hallo. Über Krebs und Fleisch habe ich mich beschäftigt. Ah, wunderbar.
Lieber ich esse Geflügel und kein Schweinefleisch. Und weniger. Okay. Pianos, lieber Jeet, als Italiener esse ich nicht jeden Tag Fleisch, sondern Pasta. Genau. Buona. Trotzdem, wenn ich Lust auf Fleisch bekomme, dann werde ich mir das nicht verbieten. Ja, das tue ich auch nicht. Das tue ich auch nicht. Ich zwinge mich auch zu nichts und wenn ich Lust habe, das mache ich auch. Ne, habe ich auch jetzt mehr Fisch gegessen. Aber wie gesagt, davon rede ich nicht. Ne? Man ist einfach eine ganz andere Ebene. Ja, ja, ja. Ich habe etwas gespürt und ich wollte diese Information einfach auch mitteilen. Und zu irgendwas erzwingen ist sowieso Quatsch. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich, als ich von Berlin nach Bayern zog, ich habe so richtig ganz viel Fleisch gegessen, weil in Bayern ist ja, wenn du da in diese bayerischen Lokale, da ist ja eine richtig große Fleischportion und ich habe es genossen und ich habe es, also ich habe es mir richtig gegeben, also wirklich. Und dann gab es von mir allein einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe meinen Körper dann wahrgenommen, beobachtet, was das mit dem macht, dass ich immer total müde hinterher und war zu nichts mehr fähig, stundenlang und so. Ich habe es immer wieder beobachtet, aber ich habe es immer wieder... Und dann gab es einfach einen Punkt, dann war das... Nicht, dass ich es mir verboten habe, aber es war irgendwie... Ich habe es mir nochmal voll gegeben und dann war das vorbei. Es war so richtig so... Hat sich das so rausgeschlichen und dann war es fertig. Und dann musste ich mich zu nichts zwingen. Ja, aber eben, für mich ist ein Ungleichgewicht geschehen. In Apulien, Francesco, in Taranto... Es gibt wirklich solche wunderbares Gemüse. Ne? Und ich weiß, dass die alten Bauern viel Gemüse gegessen haben. Die sind 100, 110 geworden und ab und zu richtig rituell gutes, liebevolles Tiere und Fleisch, wo man einfach auch wusste, woher das kam und wie es war. Ne? Und wenn ich nach Apulien gehe, dann ich bin sowas von genährt von dieses Gemüse. Und für mich fehlt einfach auch, wenn ich Gemüse einkaufen gehe, hier fehlt einfach echtes Gemüse. Wo gibt es denn echte Tomaten? Wo gibt es echtes Paprika? Wo gibt es echte Zucchini? Wo gibt es echte... also in Deutschland ist Kohl, Blau, Grünkohl, Blau. Also diese ganzen Kohlarten sind noch echt. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe... Ich hätte gerne Rotkohl und ein Ei, aber richtig gemacht und so. Das gibt es einfach auch nicht mehr. Rotkohl gibt es schon. Ja, aber nicht als Alleingericht, ohne Fleisch. Es gibt immer nur als Beilage. Na, dann bestelle ich. Und, Beilage. Ja, wenn es geht, ja. Geht alles. Und deswegen diese alte Bauernkultur, Griechenland, die geht einfach auch verloren, diese tolle Früchte aus der Erde. Ne? Und ja. Ah, Castellaneta! La carne si mangiava ogni 14 giorni. Alle zwei Wochen gab es Fleisch. Und wenn wir uns die Menschen anschauen, ich glaube, die Männer auch, die Bauer, wie lang sie gelebt haben, und da war schon eine andere Schönheit. Ne? Und ich habe das beobachtet, wie der Körper von vielen Menschen, die sich einfach auch verformt. Ne? Aufgrund von Gieressen. Ja, wenn ich das so beobachte, es geht gar nicht darum, was ich jetzt im Einzelnen esse und wie und so, aber es ist wirklich so, für viele ist es, oder für einige ist es, das ist das Einzige, was noch bleibt, ja. Das Essen. Also auch im Bekanntenkreis oder... Fleisch. Ja.
Ja. Ja. Und das ist das Einzige, was, das Essen, also was gut schmeckt. Das Einzige, was schmeckt. Nee, das meine ich nicht. Ja. Sie sind krank und alles und haben irgendwie gar kein richtiges Lebensgefühl. Und das Essen ist so, ja, wenn ich das auch noch darauf verzichten würde, dann habe ich ja gar nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. So meine ich. Also die projizieren ihre ganze, was das Leben ausmacht, auf das Essen. Und da ist dann alles mit beinhaltet. Fleisch oder was auch immer. Also es geht gar nicht so. Also wenn ich da noch, die sehen das dann irgendwie als Einschränkung, wenn ich jetzt irgendwie da achten sollte. Denn wird mir ja alles, was ich noch habe, mein ganzer Lebensgenuss auch noch weggenommen. So meine ich. Ja, aber eben. Die Einstellung haben einen. Ja. Ja, weil dieser andere Genuss, die italienische oder griechische oder mediterrane Tradition, wenn man in ein libanesisches Restaurant geht, da gibt es sogar die Gewürze, gibt es Petersilie zum Nehmen. Also verloren gegangen ist, weil eben diese ganze wirklich wichtige Mineralien einfach, die sind verloren gegangen. Und deswegen in diesem Sinne für mich diese Attacke, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen, und das hat schon mit Genuss zu tun. Für mich Vorspeisen, Gemüse, verschiedene Sorten. Viele Sorten Gemüse sind verschwunden. Was gibt es jetzt im Supermarkt? Alle falsche Paprika, falsche Tomaten, falsche Zucchini, falsche Blumenkohl. Ich habe das irgendwann entdeckt, das erste Mal, wo ich in Belgrad gefahren bin, plötzlich, wie gut das schmeckt, Gemüse. Also ich fühle mich ein bisschen betrogen für das, was eine komplette Nahrung ist. Und ich möchte in eine kulturelle Gesellschaft unterwegs sein und das finden, was mein Körper braucht. Und für mich gibt es einfach dieses Ungleichgewicht. Das wollte ich eigentlich sagen. Und wir haben heute von einer guten Freundin Eigenanbau Gemüse und Obst bekommen. Richtig toll. Da freue ich mich drauf. Oh Francesco, quando vai giù? Andiamo, scendiamo insieme. Ci facciamo una mangiata da mia sorella. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht. Das müssen wir erstmal intern besprechen. Jetzt im September ist immer noch nicht so klar. Das müssen wir nochmal. Ich wollte auch nochmal reinfühlen, aber ich kriege nicht klare Informationen, weil du einfach mit dran. Ja, wir machen vielleicht eine Karawane mit Wohnmobil und so nach Italien, nach Apulien vielleicht. Mal schauen, was einfach auch zusammenkommt. Wie gesagt, nochmal. Gerne das Thema öfter, alles, was ich sage oder du sagst, ist für mich alles richtig, alles in Ordnung. Wichtig, dass niemand, dass jeder den anderen erkennt als Teil von sich. Weißt du, wer das ist? Kennst du persönlich? Oder? Nein, wir kennen uns von Facebook. Ah. Ne? Odyssee. Uiuiui. Also früher gab es diese italienische Woche, wo man einfach richtig gute Gemüse und Produkte aus dem Süden, natürlich einfach auch Fleisch. Aber eben diese alte Bauernkultur, die vermisse ich sehr. Ne? Weil das hat schon mit Gesundheit zu tun. Ja, sind wir in einen heißen Thema gegangen. Ich kann sagen, das war irgendwie ein Stück einmal. Ich wollte das nebenbei sagen, das habe ich wirklich gesehen und wahrgenommen, dass es eine Verbindung gibt zwischen übermäßigem Verzehr von Fleisch und Krebs. Natürlich für manche
Aber ich bin sicher, dass 30 Millionen Menschen mindestens das nicht wissen. Und x Millionen Menschen würden nicht krank werden, wenn dies im Gleichgewicht ist. Und das war meine Absicht. Und auch mit dem Thema Gier. Wir wissen, dass wenn wir so wie früher weniger essen würden, dass ja, dass es dann Essen für alle gäbe, weil für Fleisch braucht man immense Flächen. Ne? Ju. Kartoffel, ah, Kartoffel, Artischocken. Oh. Oh. Le Rape, oh, wow. Ich habe solche tolle, also wirklich, ich wollte Fisch essen unten, weil mein Vater hat immer, ich komme aus Taranto, so Meeresfrüchte gegessen. Aber als ich dieses Gemüse probiert habe, konnte ich nur dieses Gemüse essen. Ich habe gesehen, wie der Körper aussaugt, diese ursprüngliche Gemüse, ne, diese Vielfalt. Ne? Und eben, und eigentlich möchte ich diese Erfahrung einfach auch mitteilen. Diese Vielfalt schon an Kapern. Ne? Die Kapern, die wir hier bekommen, die sind auch falsch. Irgendwo gezüchtet, damit es billiger ist. Ja, die habe ich erstmal überhaupt kennengelernt, wie wirklich Kapern schmecken. Ja, und Frankreich hat auch das Gleiche, diese Kultur. Ne? Aber eben, durch Informationsmedizin möchte ich einfach auch bestimmte Sachen, es ist meine Absicht, Sachen auszusprechen, damit in der Luft ein Gedanke rumhergeht. Niemand mehr muss krank werden, wenn diese Manipulationsmaschinen, wenn wir uns diese Themen auch bewusst werden und mutig einfach auch ansprechen. Odyssee fragt, ob er kurz fragen darf, wie es in München war. Informationsmedizin. Ja, Odyssee, ich habe dich in München gefühlt, gegrüßt. Und haben wir vorhin einfach auch erzählt, das war wunderschön. So eine neue Öffnung hat es in München stattgefunden. Und du musst einfach schauen, wie gut es uns gegangen ist, wie toll Leonardo jetzt lacht, ne? Wie souverän Ute ist und wie ihr ihre Art zu sprechen. Also wir machen alle Sprünge, Riesensprünge jedes Mal, wie wir uns sehen. Und wie viel Mut da entstanden ist. Natürlich, einige halten sich noch zurück und andere, viele kommen dann, wenn das Feld vorbereitet ist. Ne? Ich war auch zu Hause geblieben, bin auch nicht mitgesprungen, bin hier zu Hause rumgesprungen, für mich innerlich, hab meine Prozesse hier gemacht. War einerseits traurig und andererseits war es einfach so. Ich musste für mich ein bisschen sorgen. Also wenn jemand anrufen möchte, schreibt es, dann gebe ich die Skype-Nummer, weil über Skype haben wir ein gutes Mikro. Sagt einfach auch Bescheid. Ja, ich möchte jetzt, ich freue mich, 2 Wochen waren lang, hier zu sein und die nächsten Tage einfach für die Interkommunikation füreinander lernen zu gestalten. Es gibt neue Leute, die in der Beratung gehen. Ich konnte in Italien nichts machen, ich habe alles abgesagt, alle Beratungen.
und werde einfach auch wieder anfangen. Und es ist wie ein Wunder, wie innerhalb 10 Minuten plötzlich ihre Leute ihre Kompetenz leben. So eben wie unser Freund in München, der Russe, der okay, wie schnell das geht. Ne? Das habe ich jetzt auch im Vortrag, auch in Abanoterme Vortrag gegeben, habe ich jemand gesagt, wie die arbeiten soll. 2 Minuten, das sind Zahlenkombinationen. Dann war ein Großunternehmer und das hat sie in der Pause bei dem ausprobiert und er hat solche Funken bekommen und hat gesagt, ja, ich möchte anfangen, Jeet, mach mal. Ne? Dann kenne ich seit 10 Jahren der Jürgen und der sagte, so wie viele, Ajit, weißt du, ich bin, okay, und kennst du noch meine Frau und so, du hast uns vorgestellt und so. Haben wir viele Leute zu Paare gemacht und da ist es passiert. Ne? Und, Na schön. So laut lesen? Ich habe das dann. Na, das jetzt war jetzt untereinander für Odyssee. Okay. Ja, eben die Abende auf Sendungen zu machen, um die Ehre zu haben oder Tier zu geben oder den Menschen zu geben, die frisch was entdeckt haben, die Ehre zu haben, an so ein verehrtes Publikum schenken zu dürfen, ne? Wie wir es sind. Ja, wir, ihr wisst einfach, wir laden alles jetzt in YouTube. Alles, was wir auch laden, kann man sehen. Und der Link ist oben, letzte Video, da steht einfach auch ein Link. Und jetzt habe ich natürlich 10 Tage Arbeit, um alles zu hochzuladen, zu schneiden, alles, was wir auch aufgenommen haben. In München, ich war in Wien auch natürlich, viele wissen das nicht, und in Abanoterme. Also tolle Leute, tolle Themen. Da war ich aber ein bisschen faul auch mit Aufnahmen. Aber es war doch so viel, hatte ich fast ein bisschen Depression. Ich wollte nichts machen, ich wollte nicht sprechen, ich wollte keine Kontakte machen. Ja, da waren nur die letzten Tage 60 tolle Referenten, die Vorträge gehalten haben, immer in 5er Schichten. Hätte ich so viele Leute kennenlernen, auch für GTV. Aber ich lag da bei der Hitze. Stuhl, Espresso und Zigarette. Und hab's genossen. Oder Wein oder. Tschüss. 2 Stühle nebeneinander. Nicht auf die Bänke, auf die harte Bänke, sondern 2 Stühle nebeneinander. Ja, ich wollte auch den Mathe-Tee heute, wenn ich den trinke, mache ich mir sofort so eine Kanne. Ne? Aber ich mache auch Zucker rein. Und ein bisschen Kakao. Ich hoffe, dass sich niemand ärgert. Tut dich das nicht so aufputschen, dass du dann nicht schlafen kannst abends? Weil normalerweise ist es so tagsüber, aber abends. Ja, ja, aber der reinigt mich. Mhm. Das ist sowas von reinigendem Mathe-Tee. Mhm. Ich glaube schon, ist auch diese Qualität, was Leonardo hat. Man kann es bestellen bei Leonardo, also jeder, der was Tolles trinken möchte, gibt es Mathe-Tee bei Leonardo. Und, unter anderem und noch viele andere tolle Sachen. Er wird uns in einer Live-Sendung vielleicht zeigen, wie man das macht. Ja, ne? Das wäre gut. So richtig. Und ich kenne berühmte Homöopathen, die für alles immer nur
Matte-Tee geben für Reinigung. Mhm. Ja. Ich meine, das sind diese Getränke, was für mich erleuchtete, herausgefunden haben, wie kommt man zum Matte-Tee. Ist nicht so für mich, dass irgendein Bauer oder irgendein Hirte hat ein bisschen Kraut in das heiße Wasser gemacht und angefangen zu trinken. Nein. Für mich sind all diese Sachen immer von Wachewesen für das Wohl des Volkes so herausgefunden worden und als Geschenk für die Gemeinschaft. Oh ja, Leonardo, das wünschen wir uns, in einer Sendung mit das einzubauen. Was niesen? Ja, über Mathe. Und eben, ich würde auch andere Aspekte, vielleicht nicht nur was Leonardo weiß, vielleicht auch was jemand anderen weiß, vielleicht ein bisschen rumschauen. Am besten nicht mit Lesen, Vorlesen, sondern Menschen, die das live erzählen, die das wirklich leben, was für Qualitäten dieser Matte-Tee hat. Bei mir war in meinem Familiensystem meine Tante, meine Oma, meine Mutter, da saß man da und man hat Mate getrunken. Und der ging rum. Mit dem Bombidja hieß dieses Ding. Ja. Ja, ich freue mich einfach auch auf tiefe Erlebnisse, die Abende. Ich würde gerne mit dem Planeten weitermachen. Eben eigentlich, heute ist eine Sonde auf Mars gelandet. Wir hätten schon Mars machen sollen. Die Ute hat diese Mars-Energie. Und ich würde wirklich spielen und in die Wahrnehmung vom Mars so in Details gehen, dass wir Sonde spielen. Ich garantiere, wenn wir uns vorbereiten, 2 Milliarden Euro hat es gekostet, die Sonde zum Mars zu senden. Wir hier, wenn man uns die richtige Frage stellt, bekommen wir 1000-mal mehr Informationen über Möglichkeiten, Zusammensetzung, Energien, Luft, Aura, Konsistenz. Aber das Wichtigste, wir können mit der Wesenheit Mars kommunizieren. Denn Mars ist in unser Körper. So wie die Sonne ist in unser Körper, Mikro, Makro. Deswegen können wir das. Und die Wertschätzung der Wesenheiten, der Planeten um uns herum, die intuitive Wahrnehmung und intuitive Wertschätzung. Nicht einfach so ein bisschen. Wir können das richtig in die Tiefe machen, wenn wir ein Team zusammenstellen und Fragen vorbereiten in Bezug auf das, was jetzt wichtig ist für die Erde zu wissen. Nicht nur, ob es Wasser gibt, sondern wie Mars auf unser Wasser wirkt.
So, Verbindung von Wasser zu Wasser. Und es ist natürlich klar, dass der Mond auf unser Wasser wirkt. So, es gibt Ebbe und Flut. Und die Elfriede aus Österreich in Kroatien hat ein wunderschöner Spruch gesagt, zwischen Himmel und Wasser und nicht zwischen Himmel und Erde. Hm. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die Erde ist Wasser. Denn in der Erde, so wie wir bestehen, größtenteils aus Wasser, so auch der Planet Erde besteht größtenteils aus Wasser. Gut, Wasser mit Wasser. Kann das Wasser von der Erde mit dem Wasser vom Mars kommunizieren? Denn natürlich gibt es Wasser auf Mars. Wieso natürlich? Ist jetzt gekommen. Okay. Es geht nur für unser lineares Denken, in welche Formen Wasser auf Mars ist. Wasser ist überall. Nicht in der Form, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist am leichtesten auf Mars, dieses Wasser, also Wasser, in der uns verständlichsten Form zu finden. Oder bilden zu lassen. Aber solange wir nicht die Kultur haben, mit dem Wasser vom Mars zu kommunizieren, wird sich das Wasser vom Mars nicht zeigen. Von Wasser zu Wasser, Intelligenz zu Intelligenz, geht es nur mit intuitiver Wahrnehmung. Intuition erstmal und dann die Sonde. Natürlich arbeiten die auch mit Intuition, für die, die das Projekt erschaffen haben, aber das hat nur einen Anteil von 0,1%. Und Kultur bedeutet für mich Verbindung zum Wasser vom Mars in der Form, dass sich im Mars manifestiert oder manifestieren kann und dann weitere Schritte zu machen. Die Planeten wollen in ihrer Intelligenz gefühlt werden. Nicht lesen, lesen, gucken, gucken, lesen, gucken. Das ist keine Intelligenz. Die Planeten sind in unser Körper gespeichert und leben Mikro- wie Makrokosmos. Und die innere Wahrnehmung der Planeten ist im Moment eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam machen können, weil es Spaß macht und weil es einfach auch uns erweitern lässt. Und stellt dir vor, wir gehen gemeinsam in die Wahrnehmung vom Mars. Sollst du weitermachen, weil ich merke, ich habe nicht mehr die Aufmerksamkeit.
sonst ziehe ich mich zurück. Wenn, dann möchte ich entweder ganz da sein, aber nicht so halb. Warum bist du halb? Ich bin einfach müde. Aber ich will dann, also ich mag nicht so halb. Wolltest du das jetzt noch machen? Oder? Nee, ich will das jetzt nicht machen. Ich wollte nur, weil es heute die Sonde gelandet hat, ist, wollte ich das nur als Wertschätzung machen. Und das ist eine Kompetenz von Ute. Ne? Ah, okay. Und, aber du hast es jetzt auch gespürt. Und wir haben Angst vor dieser Energie, vor dieser Wahrnehmung. Ne? Ich glaube nicht. Okay. Ja, das spüre ich immer an der, das spüre ich schon. Ne? Aber ich muss nicht recht haben, denn ich habe ja immer recht. Okay. Wenn es nichts mehr gibt, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich bekomme ganz klare Impulse, einfach auch reinzugehen. Du weißt, das letzte Mal wolltest du auch nicht. Und dann, was dann einfach auch geschehen ist, ein Widerstand, da reinzugehen. Ich weiß, aber was soll ich machen? Nö, wenn ich weiß, dann gerne, aber jetzt, ich merke einfach, ich bin nicht mehr. Ja, das Wasser vom Mars hat eine andere Eigenspannung. Genau, es trägt und ist noch nicht ganz zugänglich für uns. Wunderbar. Mhm. Ja, und das heißt, wenn wir diese Felder öffnen und kommunizieren mit dieser Eigenspannung und die unterschiedliche Spannkraft von Wasser fühlen und untersuchen, dann lohnt es sich, 2 Milliarden Euro auszugeben. Sonst würde ich einfach auch immer auf diese Art in die Forschung anfangen. Vielen Dank, Ute. Ich spüre das ganz stark. Es öffnet sich aber noch nicht jetzt. Ja, ich wollte das nur wertschätzen, weil heute hat ein Körper Mars vielleicht verletzt. Ich weiß es nicht. Es ist ein mentales Eindringen mit Geräte. Ist natürlich eine Beleidigung für eine Wesenheit, die nicht wahrgenommen wird, aber plötzlich ein mechanisches Gerät auf seine Oberfläche bekommt. Das wollte ich heute in Ordnung bringen. Dankeschön. Bis morgen. Ja, wir können sowieso ohne Sonde, ja. Unsere Wahrnehmung kann alles. Erstmal so. Hm. Jo, Dankeschön. Alles Liebe. Ja. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ich zeige euch noch was vielleicht. Eben vielleicht für die, die nicht da waren, zeige ich euch die Sendung mit Sabine und Merkur. Viel Spaß. Wertschätzung für Merkur von Sabine. Das ist, sind 54 Minuten. Ihr kennt meinen Stil, beginnt nicht gleich, mache erstmal ein bisschen Quatsch. Sabine will nicht und dann geht sie rein und dann macht sie wunderbare Merkur-Meditation. Tschüss.